Hallo Leute, das ist der Letea-Wald, ein Naturschutzgebiet in Rumänien. In den 80er Jahren brach die Landwirtschaft zusammen, wodurch viele Pferde freigelassen wurden. Das wiederum führte zu einem rasanten Anstieg der Wildpferdepopulation. Heute leben hier ca. 12.000 Pferde in zwei Reservaten in diesem Gebiet. Doch die Regierung von Rumänien geht davon aus, dass die Pferde das empfindliche Naturschutzgebiet zerstören und machen deshalb Jagd auf die armen Tiere. Als ein Tierarzt im Wald ein freilaufendes Pferd mit einer Kette um den Hals entdeckte, entschloss er sich sofort zu handeln. Der rumänische Tierarzt Rosso ist Spezialist für verletzte Wildtiere. Wochenlange Untersuchungen des Letea-Waldes machten ihn auf ein Pferd aufmerksam, das dringend seine Hilfe brauchte. Völlig abgemagert und desorientiert zog das Tier schon seit Monaten durch den Wald und der Tierarzt konnte direkt sehen, dass es dringend seine Hilfe benötigt. Er holte also sein Betäubungsgewehr und ging auf die Suche nach dem armen Tier. Als er es endlich gefunden hatte, betäubte er es mit einem gezielten Schuss in die Hüfte. Es dauerte nicht lange, da sank das Pferd zu Boden und er konnte sich ein genaueres Bild von der Verletzung machen. Um den Kopf des Pferdes war eine massive Eisenkette gewickelt, die sich schon in die Haut gefressen hatte. Man wusste nicht, ob sie jemand mit Absicht rumgelegt hat oder das Pferd einfach nur drin hängen geblieben ist. Solange die Betäubung wirkte, machte man sich direkt ans Entfernen der Kette, was aber nicht so leicht war, da sich die Wunden schon um die eingefressene Kette gelegt hatten. Man konnte nach der Operation zum Glück aufatmen, man hat die komplette Kette entfernen können, die Wunden versorgen können und das Pferd stand direkt nach der Narkose auf. Rossi beobachtete das Tier noch ein paar Tage, um sicherzustellen, dass ihm gut ging. Und von Tag zu Tag erholte sich das Pferd immer besser, bis es wieder komplett genesen war. Also es ist unglaublich, wie viele Pferde in Rumänien leben und sie sind auf herzensgute Menschen wie Rossi angewiesen. Ich hoffe, dass ich noch ein paar mehr finde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da und ein Abo. Dadurch unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Danke euch!